So, und weiter geht es. Mit Salem als Begleitung. Clenchpad sitzt hier nämlich neben mir. Du, hier geht's jetzt als nächstes rein. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Oh, ja, würde ich gerne. Wenn ich denn könnte. Aua, Salem! Aua! Was springst du denn einfach hier drauf? Nein! Nein, mein Spatz. Nein. Regen kann dir nichts anhaben. Oh, bist du lästig? Da unser Blut dich schützt. Wirklich? Wieso ich denn jetzt... Zocken wir halb im Liegen. Aua, du tust mir weh mit deinen Krallen. Deiner Spatz. So. Das machen wir mal so. Und. Au! Au, Salem! Salem, aua! Aua, aua! Oh, das war echt scheiße. Nee, du gehst da jetzt mal runter. Komm! Oh, auf deinen Stuhl! Zurück! Das geht so nicht. Ah, oh, voll auf den Knochen. Eieieiei. Ich weiß nicht, wie man so tollpatschig sein kann als Kater. Das war ja aber schon als Baby. So, wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier hin. Gehen dann da aber auch gleich wieder zurück. Ich mach das... Warte. Bin ich hier jetzt noch? Genau hier wollte ich hin. Allerdings nur aus einem einzigen Grund. Das war der hier. Damit wir hier auch wieder zurück können. Und jetzt laufen wir kurz zurück. Ich glaube, man merkt schon, dass ich hier eine bestimmte Art und Weise habe, wie ich dieses Spiel spiele. Weil die Spielweise weicht tatsächlich nie ab. Das Spiel ist immer genauso, wie ich es jetzt auch hier vorführe. Wobei ich mich hier tatsächlich besser anstelle, als wenn ich es privat spielen würde. Für mich alleine meine ich damit. So, und da seht ihr schon Steinchenkroh. Oder Steinchenkrö oder wie auch immer man es nennen mag. Der Ort Steinchenkroh war genauso berüchtigt wie seine Bewohner. Zu Lebzeiten hätte ich diesen Ort nie betreten. Im Tod kann ich den Geruch hier noch verstärken. Schön. Wirklich schön. Okay, da können wir nicht hin. Aber wir können hier hin. Das machen wir auch so gleich. Oh, drei Weiber. Alter. Weg, 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 weg. Huch. Miau. Salem. Hör auf zu jammern. Du hast gar keinen Grund dazu. Essen und Trinken ist in deinem Napf, falls du es suchst. Dein Spielzeug, weiß ich nicht, wo du es hingepfeffert hast. Da kommt. Manchmal wünschte ich, Kane würde ein bisschen schneller laufen. Aber das tut er leider nicht. Leider, leider.
Wow. Save Victor! Sehr schön. Da ist nichts weiter. Da will ich gleich rein. Das hier können wir, meine ich, jetzt schon machen. Ja. Kurz, okay. Gibt es nichts Besonderes mehr? Aber eine Besonderheit hat dieses Dorf noch. Also zwei. Stadt ist es. Dieser Irre freute sich, mich zu sehen. Vielleicht kann er in seinem Wahnsinn die Wahrheit enthüllen. Die Bastarde von Steinchen Crow meiden mich ebenso wie Nascott sie meidet. Ich weiß, was es heißt, ein Außenseiter zu sein, Vampir. Ich fürchte dich nicht. Vergiss aber eines nicht. Es werden noch mehr von dir sprechen, wenn du nur weißt, wie du auftreten musst. Okay. Da müssen wir hin. Loading. 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 Heute noch. Und zu dritt einmal ausgesaugt. Und das hier ist im Übrigen ein, was man auch an den Bildern erkennen kann, ein nettes, kleines Freudenhaus. Deswegen sind hier auch so viele Ladies. Was ich mich jedes Mal allerdings frage, ist, was soll das hier für ein Raum sein? Ich meine... Das wird dann der Raum zum Auspeitschen sein. Ich wüsste nicht, wozu dann da das ganze Blut liegen sollte. Deswegen... Das ist eine ganz blöde Frage. Tada! Hier ist ein Geheimgang. Surprise, surprise. Mit einem Teleporter. Wer hätte das gedacht? Das machen wir einfach nochmal an. Bei den Geisterschmieden muss man Vorsicht walten lassen. Die Gespenster und Schatten, die dort hausen, bieten im Austausch für eine kleine Blutmenge Dinge an, von denen ein Sterblicher nur träumen kann. Die Gespensterschmieden schaffen aus Verlogenheit. Ja, hör auf zu reden! Bereust, dass ich draufgeklickt habe. Vergieße dein Blut und diese Artefakte sind dein. Stell dir vor, welche Macht du damit innehättest. Hierbei muss ich immer an Blood Omen 2 denken. Problem ist, ich kann das jetzt noch nicht ansprechen, weil dann würde ich spoilern. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber es sieht halt danach aus. Aber... Du suchst also hier in der Geisterschmiede Hilfe, Vampir. Das Blut der Toten gegen deine Geheimnisse. Ich werde... Ja. Machen wir einmal kurz. Und tada, 15. Werde ich das wieder einmal kurz machen. So, ich werde das jetzt erstmal wieder ein bisschen hochkriegen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und weiter geht es durch Nosgurt und die Himmelschmieden. Himmelschmieden. Geisterschmieden. Gott, ich war gerade irgendwie bei Skyrim. Huch. Da habe ich ein bisschen zu schnell getrunken. Egal. Egal. So. Wenigstens kommen wir jetzt hier raus. So. Wir hätten uns das Dorf auch sparen können.
Allerdings. Bin ich das so. Ruhe. Warum treffe ich dich denn nicht? So. Oh. Um einiges besser. So. Nun. Das hinauf. Hinauf. Also. Es kommt erst noch. Die Zigeuner. Sie setzen Misstrauen und Aberglauben in die Welt. Ein Großteil ihres Geredes Nein. sollte nicht ernst genommen werden, da sie oft nur mit müden Reisenden ihr Spiel treiben. Manche Zigeuner haben allerdings Interessantes zu berichten. Also, Kain, du darfst das Wort gar nicht mehr sagen. Man darf ja das Wort Zigeuner gar nicht mehr sagen. Was muss man jetzt sagen? Sind die Roma, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Da nie befasst. Salem! Jetzt komm her! Manchmal ist es günstig, sich als Mensch zu verkleiden. Das ist ungefährlicher und man erhält mehr Informationen. Allerdings ist diese Täuschung nicht von Dauer. Jeder Angriff kann die Wirkung des Spruchs aufheben. Ja, dann wollen wir doch mal. Dann gehen wir mal hinaus. Da stimmt etwas nicht. Die Wagen von Avernus sind nie aufgetaucht. Wasserbundes Ruhm war nun befleckt. Ein gehorsames Kind im drohenden Schatten von Nupraptor. Ja, Salem. Ja, dann komm her. Ach, Mann. Jetzt mal so ein bisschen auf den Leim. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Pilger gehen hinein, aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Gut, Salem, wenn du nicht willst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann kann ich nebenbei auch nicht mit dir spielen. Dann ab. Das meine ich jetzt zwar nicht, aber okay, dann drehe ich jetzt halt wieder durch. Ah, ein seltsames Tier. Also manchmal hat er echt so seine Phasen. Da denke ich mir so, es ist Gehirnverdämpfer, war er nicht dabei. Aber abends ist er süß. Wenn man sich dann schön hinlegt und er dann mit einem kuschelt, das ist aber dann traumhaft. Oder eigentlich allgemein, sobald ich mich aufs Sofa lege. Er mag es halt einfach nicht, wenn ich hier am Schreibtisch sitze. Ich frag mich, was er dann machen will, wenn mein Gaming-Raum fertig ist und ich dann im Gaming-Raum arbeite. Und dann auch wirklich arbeite. Manchmal kann ich mit meiner magischen Energie sogar die Zeit manipulieren. Ich kann sie verlangsamen, damit ich schnell wie ein Wolf bin, während andere sich bewegen, als ob sie im Sumpf stecken. Jo. Nee, Werwolf will ich nicht. Also ich werde das Dorf jetzt nicht komplett durchsuchen, weil wir hier nochmal durchkommen. Nur mal so als kleine Info. Nupraptors Verlies liegt westlich von Wasserbund. Ich werde ihm den Krebs aus dem Herzen schneiden. Wir könnten das alles auch ganz einfach machen, denn wir könnten uns immer zum nächsten Ziel hin teleportieren. Oder fliegen. Nupraptor hatte Diener. Eines Tages ist ihm einer entkommen und ins Dorf gelangt. Er war wie von Sinnen, Haut und Haar weiß wie Schnee, vor Furcht völlig irre. Die Stimme klingt wie aus Primal, bei den Race. Falls ihr euch da noch erinnert. Ist ja noch gar nicht so lange her. Das Schlimmste ist, morgen kann ich tatsächlich gar nicht aufnehmen. Morgen muss ich mich komplett um
den Umzug kümmern, so wie... Dieser Verrückte auf seinem Berg. Wir guten Leute sollten nicht seiner Magie ausgesetzt sein. Es muss etwas geschehen. Das muss es. Wenn ich bald einen Speicherpunkt finden würde, wäre ich noch um einiges dankbarer. Dann würde nämlich Salem auch mal im Hintergrund aufhören zu jammern, wenn ich mich dann wieder aufs Sofa setzen kann für ein paar Minuten. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann einfach nicht alleine einschlafen. Der Magier ist verrückt. Glaube mir, verrückt. Hörst du nicht, wie er vor sich hinfadelt? Wie er vor sich hinfaselt? Ah, okay. Hier ist nichts. Dann legen sie sich da gleich alle nur schlafen. Zum Sleepen. Der Wind trug Schreie von Westen her. Ich konnte nicht umhin zu lächeln. Da litt jemand noch mehr als ich. Ja, Kane. Es leiden tatsächlich nur andere, nicht nur du. Und das Einzige, worunter wir leiden, ist Hunger. Und an nervigen Mauzis im Hintergrund. Jo. Und zack. In gewissen Punkten tut es mir echt leid, dass ich das Spiel schon in- und auswendig kenne, aber ich muss halt eines meiner absoluten Lieblingsspiele muss ich halt einfach mit euch teilen. Wobei, ich weiß nicht, ob ich hiernach direkt die nächsten Teile mache. Aus dem weit geöffneten Rachen von Nubrapturs Zufluchtsort regneten Leid und Schmerz auf Nosgoth herab. Diese Pest musste ausgelöscht werden. Ja, keine Angst, ich habe gesehen, da ist noch eine zweite Höhle. Allerdings will ich jetzt erstmal speichern und den Part hier auch erstmal für heute beenden. Wir haben es schon gut geschafft bisher. Aber ich möchte jetzt wirklich erstmal einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Und dann lernen wir wahrscheinlich auch Nubrapturs kennen. Also, ciao!